Ein herzliches Hallo an alle Gaming-Fans da draußen. Ich gehe immer davon aus, dass der Stream bereits läuft. Das sollte stabil sein, hoffe ich, denke ich. Denke, hoffe ich. Lass bloß die Leute in Ruhe. Ja? Ich wollte auch nochmal gucken, was ich eigentlich als nächstes machen musste. Falscher Knopf. Oh Quark, nee, da kommt mein Vetter gar nicht hin. Jennifer an Ort des magischen Kataklysmus treffen. Wow, siehst du. Sofort klärt sich alles auf, oh Druide. Na? Nee, ich komm da nicht hoch. Okay, er sagt nichts. Ich stehe nicht meine Axt in den Weg, ja, aber warum ist das nicht vertont gewesen? Warum war das nicht vertont? Ich muss da runter, irgendwie da hinten hin. Bestimmt hier lang. Auftrag, das Phantom von Edelberg. Wow. Ich spreche mit Jorum von über den Auftrag. Warum hat sich das jetzt aktualisiert? Ich bin ein einfacher Mann. Ich will keinen Ärger. Rückst du dich rum und belästigst die Leute? Natürlich. Freya sei dir hold. Wir wollen doch immer nur Stress mit anderen. Lass. Gestern auch gesoffen. Hör auf zu brüllen. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? Hallo. Neu hier? Schicke Türen habt ihr. Siehst du selten einen? Pass auf, wen du beleidigst. Nilfgaards Flaggschiff? Bist du sicher? Ach, ich kann's nicht mehr hören. Kein Nordling wird jemals die Inseln verstehen. Dies ist Skellige. Skellige. Jetzt spazieren sie hier rum, diese Festlandhelden. Und dann dürfen wir sie tot aus der Tasche. Okay, kann man hier klauen? Erstmal speichern. Saphir, es lohnt sich. Es lohnt sich richtig hier auf Beutefang zu gehen. Mehr scheint es hier nicht zu geben, aber das Saphir war schon wertvoll. Yay, mehr Zeug. Ihr kennt mich ja, ich glaube immer gerne alles. Was nicht nied- und nagelfest ist. Da war ein schöner Sattel dabei, aber ich glaube, der war nicht besser als meiner. Aber das kann ich dann nochmal genauer nachgucken. Wenn ich wieder bei der Ausrüstung bin, das mache ich jetzt nicht. Wer wo? Möge Freya dich leiten. Ja? Möge Freya dich leiten. War das nicht die Frau vom Anfang? Die mich so auffliegen lassen wollte wegen den Morden. Letzte Nacht war. Oh. Ich hätte einen Fest. Brauchst du Hilfe? Du offenbar. Deinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. Das hier war zu, oder? Nö, war offen. Ui, schick. Okay, die Karte hilft mir nicht viel. Dein Hexer, wie? Ich glaube, hier brauche ich auch nicht lang gehen. Nachher haben sie mich mal abgemetzelt. Okay, die scheinen sich ja auszuruhen. Guck doch mal nach, ob wir. Geh doch mal zur Seite. Ich muss durch. Ich habe Aufträge zu erfüllen. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Juch. Hier draußen arbeitet, glaube ich, gerade eh keiner. Wo lang muss ich denn genau? Das ist weit weg. Da unten. Erbjorn. Gucken wir doch nach. Ob wir dem gewachsen sind. Auf
Vorher habe ich noch ein bisschen Durst. Mach mir fix was auf. Ah, so. Das Sushi will auch ein bisschen Nahrung. So. Kann weiter gehen. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Muhme. Kann sie Jungfrau, Mutter und Muhme sein, was? Eingerichtet. Moment. Wow, einiges auf dem Meer. Interessant, dass so viel doch auf dem Meer passiert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Interessant. Sieh an, was das Meer da anspült. Hey du, zu welchem Clan gehörst du? Zu keinem. Bin vom Festland. In dieser Taverne trinken nur Krieger von Skellige. Okay. Was macht ihr dann hier? Warum seid ihr denn dann hier? Ihr seht nicht wie Krieger aus, eher wie Schäfer. Jeder Skelliger ist ein Krieger. Sogar die, die im Schafstall zur Welt kommen. Aber das verstehst du wohl nicht. Auf dem Festland sind ja alle Männer Trallen, buckeln vor ihren Herren und betteln wie Köter um Brotkrümel. Wer einem Reisenden die Unterkunft verwehrt, bringt Schande über sich und seinen Clan. Haben eure Väter euch gar nichts gelehrt? Red du nicht von meinem Vater, Jorund, sonst stopfe ich dir den Hals. Und du, Fremder, merkt dir, dies ist nicht Kertrolde und wir sind nicht die Ankret. Hier sind Gäste nicht willkommen. Netter Mann. Du selbst hast also nichts gegen Reisende? Ich hab was gegen Dummköpfe, egal wo sie herkommen. Geralt von Riva, Hexer. Jorund, Sohn von Sigwald. Wenn du niemanden zum Trinken hast, setz dich doch zu mir. Teilen wir Met und Geschichten. Das könnte interessant werden. Irgendwie zwei alte Hunde, die sich kennengelernt haben. Aber da hat er auch einen Auftrag für uns. Deswegen bin ich hier. Ich will... Na, wie lange braucht deine Animation, dich zum Sitzen zu bringen? Na schön, dass er erstmal außen rumgelaufen ist, also hier so rum, ne? Ja, Geralt? So, du hast nicht viel gestern. Erstmal plaudern. Ich mach nicht oft so ein Spektakel. Du hast sicher selten Gäste vom Festland. Das stimmt. Wenn Redania oder Temeria den Mumm haben, nach Skellige zu kommen, gehen sie meist auf Kertolde an Land. Da ist der Hafen gut und es gibt viele Händler. Und der Jarl ist barmherziger mit den Festländern. Gutes zu wissen. Diese beiden Typen, die nervig. Wer waren die? Kori und Kraki. Machen immer nur Ärger. Genau wie ihr Vater Leif. Ist der irgendwie interessant? Kommt drauf an. Wenn du Lügner und Feiglinge für interessant hältst, dann sehe. Ui. Ich habe die Nachricht gelesen. War sehr knapp. Kannst du mehr erzählen? Über die Bestie? Es ist ein Geist, glaube ich. Oder irgendein anderer Albtraum. Sucht Eldbergheim, beim Leuchtturm. Es fing alles ganz harmlos an. Eines Nachts blieb der Leuchtturm dunkel. Ohne sein Licht kommen die Schiffe nicht sicher nach Arinbjörn. Also haben wir zwei Männer losgeschickt, um nachzusehen. Lass mich raten. Sie sind nicht zurückgekommen. Stimmt. Mikjal, der Leuchtturmwärter, war auch verschwunden. Ich stellte einen Suchtrupp zusammen und segelte los. Als wir uns der Insel näherten, riss ich das Ruder herum und drehte um. Ich hatte am Ufer eine Erscheinung gesehen. Du hältst mich bestimmt für einen Feigling, aber... Stahl hätte nichts genutzt. Das habe ich gespürt. Mir fiel nur noch ein, im Dorf Geld für eine Belohnung zu sammeln. Hilf uns. Dann gehört es dir. Klingt gut. Ich glaube, die auf Skellige wollen wahrscheinlich mehr handeln, ne? Das sind zwar auch nur Dörfler. Aber ich glaube, die wollen das. Ich mag dich, Jo. Aber Geschäft ist Geschäft.
Das reicht nicht. Oh, Feilchen. Oh, ich komme zum allerersten Mal zum Tutorial mit Feilchen. Oh Gott. Wahrscheinlich bin ich jetzt so schlecht, weil ich das nie geübt und nie trainiert habe, dass er mich voll fertig macht. Wähle dazu mit Maus einen Betrag aus und bestätige ihn mit... Wenn dein Gegenüber akzeptiert, ist es abgemacht. Wenn deine Forderung zu hoch ist, reagiert dein Gegenüber ungehalten. Wenn du es übertreibst, bricht dein Gegenüber die Verhandlung ab. Okay. Machen wir mal. 62 Bonus. Verstimmungsgrad, okay. Okay, ja, sagen wir mal. Miet. Ich kann noch etwas drauflegen, aber bestimmt nicht so viel. Wunderbar, so machen wir es. Wir haben darauf. Okay, gut. Wenn ich das nur vorher angemacht hätte. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Danke, Geralt. Du bist ein feiner Kerl, muss ich schon sagen. Gut, wir haben jetzt mehr, 40? 40 mehr gekriegt. Also, wenn wir den Auftrag schaffen, natürlich, aber wenn wir ihn schaffen, dann gibt es mehr. Ich hätte das früher machen sollen vielleicht. Da hätte ich bestimmt jetzt nochmal eine ganze Ecke mehr an Geld, aber ich habe meistens immer noch irgendwelche Sachen verkauft, die ich ja im Überfluss hatte. Durch das Töten von Monstern etc. Wie weit ist es eigentlich weg? Nicht, dass ich jetzt hier per Fuß laufe. Den Leuchtturmwärter finden und die Gegend absuchen. Und dann denke ich mal, wird mich das hier schon dahin bringen, wo ich hin muss. Laufen wir doch einfach mal nicht in diese Klippe. Das wäre ein bisschen dumm. Oh, da sind welche. Nein, töte. Okay. Das scheinen keine Bösen zu sein, oder? Na, spring. Gespeichert. Pass bloß auf, Fremder. Toll, diese Schwerter. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Möge deine Axt hier zerbrechen. Ich hab doch auch eine Axt. Seht ihr das denn nicht? So eine schöne Axt. Entschuldigung. Entschuldigung. So, beide Waffs. Toll, diese Schwerter. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Ja. Aber ich kann dich ja mal mein Schwert spüren lassen. Okay. Was ist das denn? Dornen? Ach du Schande, da oben fliegt ja einiges. Flatter, flatter. Boah. Ich glaube nicht, dass ich von hier aus darüber kann, oder? Wir probieren es einfach. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht so ultra stark sind. Oh, hier sind Schiffe zu Bruch gegangen. Einiges kaputt. War bestimmt clever von den Leuten hier in den Leuchtturm zu engagieren, damit sie Schiffe, die ihnen wichtig sind, mit denen sie vertrauen, durchleiten können. Wahrscheinlich, dass sie mit Absicht passiert, hä? Absichtlich Leute hier so reingelotst. Eieieiei. Oh, okay. Na, komm. Okay, das war jetzt zwar schön, ne? Wow, wow, hinter mir! Au! Haben die Gift? Die haben Gift! Einer weniger. Oh.
Ah, nochmal zwei, na super. War ja nicht so weit. Was? Jetzt habe ich schon drei. Ah! Okay, die Menge macht's also aus. Jetzt häng ich hier fest. Was soll das? Na, komm. Ich will hier nicht festhängen. Halt. Nein. Moment. Hier, da. Na? Was? Nicht getroffen. Was? Warum treffe ich den nicht? Oh mein Gott. Ja, so. Vier Stück. Geht doch noch nicht schlecht hin. Kommt ihr noch mal? Ach Gott, das ist echt die Masse, die hier. Ja. Eindeutig. Au, von hinten. Eieie, dieses Gift. Okay. Ach, tot, gut. Boah, geschafft. Puh. War wieder immer knapp. Scheint alles Geschwister gewesen zu sein. Sehen alle so ähnlich aus. Okay, ich hätte aber nicht damit gedacht, dass die mich hier so peu à peu angreifen. Ich dachte schon, ich kann das so ein bisschen geschmeidiger über die Bühne bringen, aber mein Pfeffer geht auch schon alle. Und nicht so toll. Gucken wir mal nach, wo muss ich genau? Da oben zum Leuchtturm. Okay, da bin ich ja schon richtig auf dem Weg. Immer schön die Augen offen halten nach Dingen, die man gebrauchen kann. Bei dem Frack könnte ja auch was sein, immer wieder mal. Die wurden vermutlich alle schon geplündert. Aber hier und da und dort findet man ja trotzdem noch ein paar Dinge. Oh, Möwen. Glaube ich. So, gucken wir mal weiter. Generiert mein Leben eigentlich langsam mit der Zeit? Ich glaube nur tagsüber. Ja, wenn es ums Geisterjagen geht, ist es sowieso gut, dass gerade Nacht ist. Aber Pfeffer zu essen? Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Ich wollte es nicht doppelt einwerfen, aber naja. Kann ja nicht so lecker sein, Pfeffer zu essen. Oh.
Gucken wir mal kurz nach. Pfeffer, kann ich das nicht? Das ist bestimmt was Leckeres. Besseres. Aber was? Wir hatten hier Käse. Himbeersaft. 50 Vitalitätsregeneration. 80. 50. Wasser. Wasser haben wir ganz viel. Nehmen wir doch mal Wasser wieder. Hatte ich ja eine Zeit lang nicht drin. 50, 50, 50, 50. War länger nicht mehr drin wegen. Weil es mir fast ausgegangen ist oder weil es mir ausgegangen ist. Aber jetzt über die Zeit hat sich anscheinend wieder Gutes angesammelt, dass ich das locker nutzen kann. Plötze, genau. Aber warum habe ich hier, wenn ich hier auf Essen gehe, Plötze drum hier? Ich kann auch Plötze nicht damit ausrüsten. Hey. Warum ist das Essen hier mit Plötze verbunden? Verstehe ich nicht so ganz. Ach Quark! Hier sind die Sachen von Plötze, die Sachen, die ich nicht dran habe. Das ist das, was ich gefunden habe. Ach Gott, das war früher mal anders. 55 Ausdauer, 45. Das ist definitiv besser. Jupp. Wir haben wieder einen Sattel zum Wegwerfen. Nee, hier ist auch nichts versteckt. Kann nur eins tun, immer wieder mal gucken. Und gelegentlich speichern. Oh, da ist ein Fragezeichen. Gucken wir uns das doch mal an. Was? Ziege? Da, Ziegen! Oh mein Gott, was ist da? Banditen. Ja, da zieht schon sein Schwert. Falsche Richtung angegriffen. Haha. Lange keine Gegnerhorde mehr gehabt wie die hier, die man einfach mal verprügeln konnte. So. Die haben jetzt wieder sehr viel Krempel dabei haben, wie diese Keulen. Die mich sehr schnell überfüllen vom Inventarplatz her, aber nimm's gerne mit, bringt immerhin Geld, wenn man es bis zum Händler schafft. Sogar eine in Meisterqualität. Zwei in Meisterqualität. Hier sind Menschen umgekommen. Das ist halt nicht immer das, was es ist, wonach es scheint. Und dort ist auch noch was. Da unten. Ui. Ich sehe auch von hier aus eine Truhe. Die schnappen wir uns auch noch. Aber hier ist Kies. Noch mal was hier. Ein Beutel. Unverschickter Brief. Live. Ruf ein paar Perlentaucher zusammen und bring sie zu mir. Aber gut diesmal. Diese Idioten von Spakerog sind das letzte Mal ertrunken, bevor sie uns nützlich sein konnten. Ui. Ich weiß nicht, vielleicht liegt dieses Schiff wirklich zu tief, als dass man irgendetwas daraus bergen könnte, aber ein Versuch ist es wert. Die Überlebenden sagten, es hätte eine große Ladung Silber an Bord gehabt. Uff. Nett. Quest verfolgen. Oh, nein. Machen wir das mit dem. Oh, direkt hier vorne. Okay. Mit dem Leuchtturm machen wir dann gleich weiter. Jetzt will ich erstmal tauchen. Direkt was gefunden, was gut.
Ja, gute Abwechslung bringt, würde ich sagen. Können wir bestimmt von hier oben rein. Weiter, weiter. Nein! Nicht so kurz springen. Ich habe die Stacheln nicht gesehen. Eieiei. Bevor ich die Banditen getötet habe oder nachdem ich den Brief gelesen habe. Bevor ich die Banditen getötet habe. War ja klar. Diesmal weiß ich sicher. Oh, halt. Falsch. Falsch. Falsche Taste, ich wollte ausweichen drücken. Gut. Und diesmal weiß ich ja wenigstens, wo der Scharfschütze ist. Verlieren wir den Nerv. Schaden machen die gut, muss ich jetzt zugeben. Die Axt macht gut Schaden. So, das ist jetzt vorbei. Muss ich gleich nochmal den Brief lesen. Oh, diesmal haben sie sogar mehr Fleisch dabei als vorhin. Das ist schon mal gut. Aber dafür die Meistergegenstände nicht. Das ist wiederum schade. V lesen. Quest verfolgen. Nochmal was trinken. Mal hier die Pflanzen einsammeln. Und jetzt aber Trick 17 speichern. Klappt doch. Warum war vor uns dann dieses Problem? Halt, hier ist das Wrack. Brauche ich die Piraten ja gar nicht töten. Da ist einer. Zwei Floren. Rot? Warum ist das rot? Perlen der Küste. Hier ist anscheinend nichts. Das hieß doch Silber oder hat damit das Schwert gemeint? Ja, ich häng fest. Wow, ich würde jetzt nicht durch Festhängen sterben. Ja, nur noch ein paar Pflanzen. So, da hinten waren noch Piraten und eine Truhe, die ich plündern möchte. So, erstmal trocken schütteln. Und K.O. Tja, wer hat gewonnen, hä? Wer hat gewonnen, hä? Du auf jeden Fall nicht. Und du auch nicht. Okay, es könnte auch so leicht sein, weil ich ja diesen Buff habe. Alter, langer Text. Ein wertvolles Horn. Oh. Speer. Speer.
Kriege ich den jetzt? Ein gebratenes Fleisch. Hätte ich wohl den Speer vernichtet haben. Wo liegt denn der Speer hoch? Karte. Boah, aber weit, weit weg in der Gegenrichtung. Halt. Quests. Segge zur Insel Unwig und suche nach. Ich glaube, das war das, ne? Der Herr von Unwig. War das das hier oben? Immer drücke ich N, obwohl ich M drücken möchte. Ne, das war's nicht. Ah, die zwei, die ich gerade auch angesprochen habe, hier drin. Achso, die sind jetzt dann dort verteilt, okay. Jetzt aber. Ah, nicht der Quest. Nein, nein, ich muss hier gucken. Moment. Quest. Grimm und Einar. Nee, das war Faustkampf. Im Diebeslager bringen das gestohlene Horn zu Maitos. Das könnte ich vielleicht auch machen, aber wo das mit dem. Ach, die Hexaufträge, genau. Das hier war das. Insel. Mikjal, den Leuchtturmwärter. Ja, genau. Hexaufträge, hätte ich gleich gucken können. Mal gucken, wo war das mit dem Horn? Auch da unten. Speer und Horn. Naja, kann man sich immer aufschreiben und merken. Und dann vielleicht alles in der Umgebung machen. Hexeraufträge. 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 Leuchtturm. Während du Pipi machen warst, habe ich deine Freunde getötet und euch ausgeraubt. Jetzt siehst du deine Freunde wieder. Oh, ganz schön viel Kraut hier. Ist das alles Moos? Hornblatt. Ist das auch hier drin oder ist das alles dann. Alles Kreuzdorn? Kreuzdorn, na super. Hier ist aber auch eine Art Obelisk. Großer Stein. Zack. Damit hier kein Brand entsteht. Scheint hier alles durchkämmt zu haben. Dann können wir doch jetzt wieder die Fährte aufnehmen zum Leuchtturm. Fleisch und Ziegenmilch. Nett. Ich habe auch schon lange keinen Honig mehr gefunden. Würde ich auch gerne wieder finden. Sieht auch immer so lecker aus, wenn man sich den anguckt. So Honig der Marke. Gleich mal reinbeißen oder aufs Brot schmieren. Oder pur essen. Übers Gesicht schütten. Absolute Euphorie verspüren. Honig. Unten scheint nichts zu sein, aber ich gucke trotzdem mal nach. Dennoch schaue ich mal. Oh. Ein riesiges Ruder. Unten ist auch noch mehr Kreuzdorn. Überall Kreuzdorn und kaputte Schiffe. Ich glaube nicht, dass ich so viel Kreuzdorn brauche, wie das, was da dran ist. Hier komme ich nicht wieder hoch, oder doch? Tue ich. Schön. Umsonst hergelaufen. Also für das eine Kräuterding, was ich da eingesammelt habe. Oh, was ist da? Schilderbanditen? Seid ihr nachgespawnt, oder was? Nein. Unter diesem Berg ist ein Hügel, also unter diesem Berg ist eine Höhle. Die Gegner hier vor mir werden unter mir angezeigt, vor mir, also eine Höhle. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich eine Höhle finde.
Ein Höhleneingang. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht unter Wasser hier unten drunter irgendwo zu finden ist. Die haben sowas schon mal ja gut versteckt. Das kriegen die auch wieder hin. Gucken wir uns doch mal um. Auch so dunkel hier, bei euch auch. Da, das sieht doch vielversprechend aus. Jawohl. Das hätte ich vielleicht direkt im Anschluss finden müssen, hä? Wir holen erstmal neue Luft. Ich weiß nicht, ob es zu kämpfen kommt. Neue Markierung, Eingang. Gucken. Ja, wird mir angezeigt. Schön. Das Spiel hat mitgekriegt, dass ich es entdeckt habe. Ach, hier Katzentrank hilft also ein bisschen. Oh, ne, ist gar nicht der. Ertrunkene. Gespeichert. Aber jetzt komme ich noch weg. Geht sterben. So, Gulasch. Monster Gulasch. So, einer lebt noch. Der Kopf war mir gerade im Weg. Gruselig. Hirn. Okay, wann lässt sich nur die Hälfte looten? Wenn überhaupt. Wasser. Da fehlt doch noch einer. Ja, yeah, alles kaputt. Merkwürdig, hier wird mir noch einer angezeigt, direkt unter mir, aber das Spiel will das anscheinend nicht. Daher kommt später. Ich kann zwar jetzt so ein paar Dinger zerstören. Aber ich sehe nichts. Ach, Ehre ist Katze. Jo, jetzt sieht man besser. Aber trotzdem. Dennoch ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht muss ich hier ein besonderes Vieh töten. Das hockt da halt noch unter dem Boden, weil es nicht getriggert wird vom Spiel. Weil ich halt die Quest dazu dann noch nicht angenommen habe. Oder gefunden habe. Egal. Auf jeden Fall habe ich das jetzt schon mal gefunden. Boah, es ist hell. Ah, Sonnenaufgang. Jetzt sehen wir mal die Fracks richtig schön kontrastreich. Nett. Ah, okay, das haben sie, glaube ich, auch anders gemacht. Wenn man Katzentrank trinkt und wieder in das Tageslicht kommt, dann wird das automatisch sofort beendet. Positiv. Gefällt mir. Fleisch und Ziegenfälle. Eine Nachricht? Ne, hat gespeichert. Da, ich dachte schon. Ich hatte jetzt schon gedacht, dass da irgendwie was wieder nicht so ganz stimmt. Aber ich speichere lieber hier nochmal selbst.
Das ist kein gewöhnlicher Nebel. Wird davon jemanden produziert? Hier sieht es schon fast aus wie auf dem Friedhof. Verdammt, bist du hässlich. Kommt noch sicherlich mehr. Gewöhnlicher Geist. Ihn einfach zu töten würde nichts ändern. Wunde am Rücken. Er ist weggerannt. In die Richtung oder ist er von dort nach da gerannt? Muss ihn ja irgendwas ziemlich eingeschüchtert haben. Zeit zu sterben. Auf Wiedersehen. Okay, das ist schneller aufgelöst. Was aber dann ist hier vorne? Hatte fast die Deckung erreicht, aber nur fast. Man könnte meinen, da drin spuckt's. Aber irgendwas muss ihn ja hier getroffen haben, also weil er da vielleicht drüber springen wollte. Und ihn da hinten hat es auch irgendwie erwischt. Vielleicht da oben auf dem Turm vielleicht ein Scharfschütze? Oder wirklich ein Geist? Aber die Deckung hat ja auch nichts geändert. Würde ich mal behaupten. Silbererz. Können wir mal ein bisschen so durch das Fenster schielen? Nö. Ich sehe da nicht so wirklich irgendwas. Hey, ist da jemand? Wie kommst du denn her? Was denkst du? Das ist eine Insel. Bist du Mikjal, der Leuchtturmwärter? Jorund aus Arendjorn hat mich geschickt. Wo kommen denn diese ganzen Geister her? Zuletzt habe ich sowas bei Bergen gesehen, als... Aus dem Nichts! Einfach so! Das Feuer ging aus und der Wind legte sich plötzlich. So fing es an. Ich kam her, um Öl zu holen, ging vors Haus, sah nach oben, sah den Nebel und da tauchten die Geister auf. Sie stürzten sich auf mich. Bin zurück ins Haus, hab die Tür verriegelt und dann hab ich's gehört. Jemand hat meinen Namen geflüstert. Mikjal! Mikjal! Ich sah hinaus. Da war diese große Gestalt. Von ihr ging so viel Kälte aus, dass die Fenster vereist sind. Das klingt nach der wilden Jagd, hä? Hast du eine Ahnung, was ich jetzt angeguckt habe? Könnte diese Erscheinung erzählt? Ja. Was sie angelockt haben können, das ist mich gerade nicht. Wir wissen, worum es geht. Diese große Erscheinung. Erzähl mir darüber. Sie schien intelligenter zu sein als die anderen. Als wüsste sie alles. Ich war keine große Hilfe, oder? Ich habe sie nur einmal gesehen. Danach ist sie verschwunden. Diese Geister sind nicht ohne Grund erschienen. Etwas hat sie hergelockt. Weißt du was? Keine Ahnung. Hier gibt's nichts. Den Leuchtturm, meine Hütte, sonst nur Felsen. Sogar die Ertrunkenen wissen, dass es auf Eldberg nichts zu holen gibt. Seltsam. Ich muss mich umsehen. Hier. Das ist der Schlüssel für den Leuchtturm. Falls du einen Blick reinwerfen willst oder vor etwas fliehen musst. Vielleicht müssen wir vor etwas fliehen. Das Phantom vom Eldberg. Na, gucken, was dagegen hat, wenn wir ihnen die Sachen klauen. Theoretisch hätten wir mit ihnen auch nochmal verhandeln können für das Monster, für das Vieh. Oh, das hatten wir noch nicht gehabt. Kovrit und Possif. Povis. Ne, okay. Einmal zu viel gedrückt.
Das war zu viel Text. Ihr kennt mich. Ich werde diese Texte nicht durchlesen. Die sind einfach zu viel. Zumindest für mich. Weil ich könnte sie ja theoretisch langsam durchscrollen, dass Leute, die das Video sehen, die da nicht hier live dabei sein konnten, dann die Möglichkeit haben, es zumindest zu pausieren. Ah, angemacht. Und? Passiert da was? Nö. Da hinten ist da auch noch ein Geist. Gut. Also scheinen hier einfach ständig Geister zu kommen. Aber jetzt soll er wissen, dass wir da müssen wir da belten Hund. Noch ein Geist. Ach, jetzt habe ich ihn nicht gelootet. Geisterstaub. Geläutert. Ach, das dauert immer so lange, bis das auftaucht. Gerade extra noch geguckt. Ich nicht irgendwas übersehe. Laufen wir doch mal straight den korrekten Weg. Geradlinig. Ohne vom Pfad abzuweichen. Da sind Symbole drauf. Hat denn vielleicht jemand was angehangen? Ja, es sind sogar rot markiert. Schmeiß mal das Licht an. Kann nie wissen. Vielleicht ist es dann Nacht, wenn ich hier länger bleibe. Halt, ich wollte es lesen. Symbole einer Bindung. Manifestationen bösen Willens, fokussiert, konzentriert. Es ist also ein Fluch. Ein Fluch, der die Geister hier hält. Ein Büßer? Wie gut, dass er mir nicht erschienen ist. In dem Nebel und der Dunkelheit kann ich ihn nicht töten. Das Leuchtfeuer muss brennen. Wenn Mikia der Verfluchte ist, bindet der Fluch ihn an diesen Ort. Nur er kann das Feuer entfachen, das den Fluch bricht. Ja, gut. Dann müssen wir das wohl mit Mikial machen. Vielleicht muss ich ihn dann sogar verteidigen. Noch was. Ein Brief. Brief an den Betreiber des Leuchtturms. Es gibt Arbeit für dich, Mikial. Es wird ein Schiff mit einer Ladung Felle von Faroe nach Aribjorn segeln. Um Mitternacht sollst du das Feuer im Leuchtturm löschen und alles dunkel lassen, bis wir dir das Zeichen mit der Fackel geben. Wir teilen die Beute wie immer. Du bekommst ein Zehntel von dem, was angespült wird. Der Leuchtturm hütet ein ziemlich dunkles Geheimnis. Naja, entweder gibt er das Preis oder er muss in dem Fluch leben oder sterben halt, ne? Je nachdem. Durch den Fluch sterben oder uns seine Geheimnisse preisgeben. Ja. Ah, hier. Boah, ich könnte mal ganz schön gut nach unten segeln. Wenn nicht, dass er dann runterfliegt. Boah, die Aussicht. Da schaudert es einfach so ein bisschen. Boah, und sogar da hinten die Berge. Oh, schön. Schön. Okay, ganz hoch hätte ich jetzt nicht gemusst. Da war leider nichts. Ich habe aber damit gerechnet. Ich habe gedacht, dass da oben wirklich was auf mich warten tut. War leider nicht. So, wir haben jetzt herausgefunden, wie wir ihnen helfen können. Leider muss er sich selbst helfen.
indem er das Feuer entfacht. Aber bestimmt müssen wir ihn auf dem Weg dahin beschützen. Au. Zeit zu sterben. Au. Komm her. Ich mache auch gerade ein Fehler daran. Diesmal war ich schneller. Ah. Ist aber nichts daran ändert, dass ich hier doch mal noch einmal Wasser trinken tue. Und wir dir Bericht erstatten, dass dich jemand verflucht hat. Wahrscheinlich dafür, dass du halt immer die Schiffe mit ausgeraubt hast. Wenn du verlässlich deine Arbeit gemacht hättest, wäre das ja alles so nicht geschehen und die Banditen hätten keine Chance gehabt. Wobei, dann hätten die Banditen dir wahrscheinlich was angetan. Ach, du bist's. Hast du was rausgefunden? Eine ganze Menge, was dich überraschen wird. Die Insel wird von einem Büßer heimgesucht. Er bestraft den Schuldigen für seine Verbrechen, seine Taten. Die Schiffe zu den Felsen zu locken und die Wracks zu plündern. Streite es nicht ab. Ich habe den Brief gefunden. Langboote sinken ab und zu. Das ist das Meer. Das ist die Natur. Wenn sie in der Nähe der Insel sinken, ist die Fracht wenigstens nicht verloren. Darüber reden wir später. Jetzt aber brauche ich deine Hilfe. Aber warum? Ich bin kein Krieger. Dachte ich mir. Aber ein Fluch liegt auf dir und diesem Ort. Den kannst nur du brechen. Du musst nur das Feuer im Leuchtturm anzünden. Der Büßer ist unbezwingbar, solange die Insel im Dunkeln liegt. Ich kann nicht rausgehen. Er würde mich umbringen. Das spüre ich. Vielleicht könntest du. Ich begleite dich. Keine Ausreden. Hol dir das Öl, dann gehen wir. Bevor ich meine Meinung ändere. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird ihn trotzdem erwischen. Sieh nur. Da! Das ist er! Ich sehe. Sei still und zünde das Feuer an. Vergiss nicht, wenn du versagst, tötet der Büßer erst mich und dann dich. Beeil dich! Büßer. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Was? Wow, 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 wow. Halt, du hast mir jetzt nicht durch einen Schlag so viel abgezogen. Wow, oh, das zieht mir ordentlich ab. Ich bin tot. Flupp, da fliegt meine Leiche. Piu. Weg ist ganz weg. Probieren wir es da einfach nochmal. Wie gut, dass er mir nicht erschienen ist. In dem Nebel und der Dunkelheit kann ich ihn nicht töten. Das Leuchtfeuer muss brennen. Wenn Mikja der Verfluchte ist, bindet der Fluch ihn an diesen Ort. Nur er kann das Feuer entfachen, das den Fluch bricht. Ein Brief. Sieh einer an. Der Leuchtturm hütet ein ziemlich dunkles Geheimnis. Hm. So, ist ein bisschen verklickt. Aber wir werden dann wohl gleich mal durchhalten müssen. Darauf Prioritäten setzen. Hm, merkwürdig. Vorhin haben mich doch zwei Geister angegriffen, als ich auf dem Weg nach unten war. Diesmal nicht. Interessant. Scheinen wohl zufällige Routen abzulaufen. Gerade ein bisschen Glück gehabt. So, jetzt nochmal speichern. Speichern wir mal richtig, warte. Hm. Da muss auch reichen. Ach du bist. Die Insel.
Wie Schiffe zu Langboote? Darüber reden. Aber dachte ich mir. Ich beginne. So. Sieh nur. Da! Ich sehe. Beeil dich. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Ich hasse Geister als Gegner. Macht der Böse wieder. Warum hat er jetzt Schaden erlitten? Hat er Feuerbrand? Endlich. Jetzt können wir es zu Ende bringen. Okay. Da scheint so wenig zu verlieren. Mache ich überhaupt was? Auch was richtig oder mache ich alles falsch? Was jetzt schon wieder? Ah, da hat einfach sehr viel Leben. Sehr viel Schaden, sehr viel Leben, aber dafür nicht wirklich schnell. Friss mein Silber. Ja, das wird einfach ein langer Kampf, weil viel Leben. Schuss mal wieder ein paar Verbündete. Ich glaube, du kannst noch schwerer werden, ne? Au, oh. Der hat mich fast. Erstmal wieder Leben generieren. Au. Schaden, der man macht. Ich muss wirklich vorsichtig bleiben. Wow. Knappes Ding. Warum ist er jetzt wieder voll? Nee, hat er. Wurde nur nachgeschoben oder was? Warum verliert er jetzt wieder kein Leben? Doch, jetzt kannst du sehen. Es wurde also doch nur zusammengeschoben. Die erste Phase habe ich also geschafft, quasi, wenn man so will. Ah. Irgendwie kann er mich nicht töten? Hatte ich jetzt zweimal nur verdammtes Glück, dass ich so wenig Leben hatte? Ich glaube, ich hatte nur Glück, ja? Warum ging es mein Leben voll? So, ich habe ja so eine Fähigkeit geskillt, dass mein Leben auch voll ist. Oh Mann, es bleibt spannend. Au!
Worum geht ihr denn? Ich sehe das grüne Licht, das ist wahrscheinlich das vom Hauptvieh noch. Das Grüne ist wahrscheinlich das Hauptvieh. Büßer, ja, hier. Aber er kann ihn nicht treffen. Ich probiere mal was. Ah, ich habe noch keine Bomben mehr. Geister, die ich looten könnte. Oh, da soll der. Der hat Leben verloren. Das hat gut Leben verloren. Au. Er verliert mehr als vorher. Wow. Er hält nicht mehr so viel aus. Es läuft ganz gut. Ich bin auch blöd. Warum fällt es mir immer erst so spät ein? Diesmal auch recht viel zu spät. Öle, genau. Humanoide. Gegen Bestien. Nekrophagen. Geister. Na. So. Passt doch. Verfluchte. Frieden. Wobei, Angriffskraft gegen Verfluchte. Was sind jetzt Verfluchte? Das ist ja ein Fluch, aber eigentlich Geister, ne? Bleibt Geister, oder? Vampire, Insektoiden, Konstrukte, Okroiden. Okay, ne, Geist wird schon richtig sein. Kurz bevor der Kampf vorbei ist, fällt Sushi ein, hat was, um seinen Schaden zu verstärken. Geil, ja? Ja. Teufel, die letzten drei Schläge. Ich bin clever. Geistertrophäe. Hat es funktioniert? Ja, hat es. Aber das macht die Insel nicht sicherer, weil du noch da bist. Ein Leuchtturmwärter, der Schiffe auf die Felsen lockt. Eine Schande. Ich habe einen Fehler gemacht. Das weiß ich jetzt. Ich schwöre bei Freya und allen Göttern. Nie wieder. Aber gar kein Leuchtturm wird das auch blöd. Dieses Versprechen hältst du besser. Wenn ich je von einem Schiff höre, das bei Eldberg auf Grund gelaufen ist, komme ich zurück und bring zu Ende, was der Büßer angefangen hat. Verstanden? Aber ich... Verstanden. Hoffen wir es. Wir hoffen das jetzt einfach mal und machen uns auf den Weg. Erstmal die ganzen Güter zu bergen. Die ganzen Geister haben fallen lassen. Oh, Smaragdstock, glaube ich. Wenn ich mich nicht verlesen habe. Ja, schön. So viel Loot. Und ich habe ordentlich Wasser getrunken. Das halbe Meer hier leer getrunken. Gut, der Nebel ist weg. Geist ist weg. Hol dir deine Belohnung von Jorund ab. Das werden wir auf jeden Fall tun. Oh boy, sind wir schnell zu Fuß. Oh, was? Ui, geskripteter Sprung. Geil. So was geskriptetes, wenn man das eigentlich gar nicht wollte. Oh Mann.
mich jetzt so ein bisschen geschockt. Aber nur so ein klein wenig. Aber naja, was soll man tun? Ziegen. Als Frosty da ein paar töten. Mal sehen, kommen wir hier hoch. Ja, scheint so. Nö, ich lasse euch jetzt mal in Ruhe. Ihr kleinen Zieglein. Ziegen. Steinformationen. Der Stein hier sieht so ein bisschen aus wie Stahl, nur halt riesig vergrößert. Ah, die Atmosphäre. Das haben die schon toll gemacht. Das haben die echt schon toll gemacht hier so. Skellige ist ja noch eine ganze Ecke anders. Kein geskripteter Sprung. Gut. Optimale. Warum kommt mein Pferd eigentlich nicht zu mir? Wo ist Plätze? Ah, jetzt. Danke fürs Mitnehmen, Plätze. Jetzt sind wir doch ein wenig schneller unterwegs. Hey. Beweg dich. What? What? Nein, 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 nein. Au. In der Mitte zerteilt. Nett. Reiß dich zusammen, Plötze. Wir haben es bald geschafft. Hier kommen wir leider nicht drüber. Das ist kaputt. Ich bezweifle, dass du über das Schiff laufen tust. Aber ich probiere es. Heya! Ja? Ja, ah, ah, na, sie macht's doch. Sie macht es doch. Oh, oh, jetzt hab ich. Ui. Untersuchen kann ich ja auch nicht. Aber ihr solltet hier definitiv nicht spielen, kleine Kinder. Hm. Okay, solange ihr das mit dem Skelett nichts zu tun habt. Ich weiß nichts. Ja, ja, du weißt nichts. Schneller. Ja, los. Du schaffst es. Tut euch. Es ist flaches Wasser. Das muss man doch durch flaches Wasser schaffen. Geht doch. Mensch, Blitze. Falsch. Soll das Ganze wegstecken. So. Wir haben es mit Blitze über diesen Passage geschafft. Über diesen Parcours. Wow. Ganz schön enges Gebiet. Reit wie der Wind.
Dorf. Ah, wir sind schon da. Schön. Ging doch ein wenig schneller, als ich dachte. Langsam, langsam. Oh, ein Hund. Bist du verletzt? Mein Papa war auch so blass, bevor er gestorben ist. Was? Hallo, ich bin wieder da. Ja, Geralt? Ich habe das Monster vom Leuchtturm getötet. Es war ein Büßer, ein sehr gefährlicher Geist und ein sehr seltener. Warum ist er auf Eldberg aufgetaucht? Es war immer eine friedliche Insel. Selbst Sirenen haben sich dort nicht eingenistet. Dort hat jemand ein Verbrechen begangen. Etwas Schreckliches. Frag Mikjal nach den Einzelheiten. Interessanter Mann. Es steckt auf jeden Fall mehr in ihm, als man denkt. Das spielt keine Rolle mehr. Reden wir lieber über die Belohnung. Naja, hier ist sie. Du hast dir jede einzelne Münze redlich verdient. Und eine Runde. Ein Prosit auf deine Gesundheit. Jawohl. Nehme ich gerne an. Bis dann. Der schon wieder. Hast dich wohl an Skelligamet gewöhnt, Rumtreiber. Der ist nicht schlecht. Danke. Dann hol dir ein Fass für die Reise und verpiss dich! Ihr habt die Gesetze der Gastfreundschaft immer noch nicht verstanden. Ich muss sie euch wohl einbläuen. Ich hau mit dir drauf. Ja, ich weiß, ich habe ja immer so mitgekriegt, dass die Skelliger so drauf sind, dass man ihnen mal aufs Maul hauen muss. Damit sie sagen, okay, du bist ein guter Kämpfer, ne, ich respektiere dich, ne. Wer einen Schwanz einzieht, das hat eh nichts in Skellige zu suchen, also. Danke, Jorund. Zu zweit schlägt sich's leichter. Wow, jetzt hab ich einmal nicht aufgehört. Es gibt eine Schlägerei! Fehler. What? Was? Warum ging es jetzt zur Waffengewalt über? Na, wie lange soll ich noch war das nicht geplant. So viele Raubzüge, Kriege, Zweikämpfe. Und dann wird man von ein paar miesen Scheißkerlen getötet. Was kann ich tun? Deine Leute holen? Das schaffst du nicht mehr. Ich bin bald bei meinen Ahnen. Trink hin und wieder auf mich. Auf Jorund, Sohn von Siegwald, der ehrenhaft lebte und starb wie ein Idiot. Oh. Was ist mit ihnen? Red schon, verdammt. Sie sind tot. Ein Fremder hat sie umgebracht. Doch. Ich wollte das bei Faustkampf belassen, aber ich hatte nicht auf. Wir hatten die Waffe gezogen. Ich hätte das jetzt nicht mitgekriegt. Ich hatte nur zwei Söhne. Du hast meine Linie ausgelöscht. Tut mir leid. Ich habe den Streit nicht angefangen. Sagt der Fremde die Wahrheit? Wer hat zuerst gezogen? Weiß nicht. Es ging so schnell. Wir hatten schon ein paar Hörner intus. Ui. Naja, wenn ich denen jetzt sage, dass das Monster im Leuchtturm von mir getötet wurde, kann es ja auch noch sein, du willst dich doch nur dein Leben reden. Wenn ich ihm sage, er lügt, dann macht es mich auch noch schlecht. Haben die Gesetze nicht respektiert. Ich glaube, das sagt uns Skellige nicht viel.
Na, ich probier's mal mit dem Monster. Klingt eigentlich alles irgendwie ein bisschen blöd. Ich habe das Monster im Leuchtturm getötet, das euch gejagt hat. So dankt ihr es mir? Wir haben dich bezahlt. Wir schulden dir gar nichts. Ich will kein Blut vergießen mehr. Aber ich werde mich verteidigen, wenn es sein muss. Verteidige dich lieber vor dem Jarl. Wenn Lugos der Irre dich für unschuldig befindet, kannst du gehen. Ich soll von jemandem gerichtet werden, den ihr selbst einen Irren nennt? Entweder das, oder du musst gegen das ganze Dorf kämpfen. Das schaffst du auch mit 3 Schwertern nicht. Gut, zeig mir den Weg. Du. War vielleicht keine so gute Idee. Einen Tag später. Ich musste ja unbedingt bei der verdammten Taverne halten. Wow, 2 Erfahrungspunkte. Wann ist meine Verhandlung? Wenn der Jarl dich ruft. Wird nicht so bald sein. Je länger an der Steine klopft, desto weniger Widerworte gibt er vor Gericht. Dieser da hat 1 Jahr gewartet. Der dort 3. So viel Zeit habe ich nicht. Ja, Menschen sind bestechlich. Die Wache bestimmt auch. Aber wo habe ich denn Täuschungsstufe 3? Wo sehe ich denn das? Lasst mich raus, sofort. Könnten wir uns einigen. Hätte ich da vielleicht von Anfang an jedes Mal machen müssen, um das zu trainieren, die Täuschung? Nicht so viel Zeit. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich suche jemanden. Und das ist mir sowas von egal. Nimm eine Spitzhacke und fang an zu arbeiten. Langeweile? Schnapp dir eine Spitzhacke. Hör mal, vielleicht werden wir uns ja einig. Man hat meine Sachen genommen, aber... Du bist hier nicht auf dem Festland. Mich kannst du nicht kaufen. Nicht mit Geld und nicht mit Ruhm. Langeweile? Schnapp... Dass nicht zu viel Zeit ist nicht gestrichen worden, aber das... Vielleicht können wir uns einigen... Ich hab nicht so viel Zeit. Das ist mir sowas. Okay. Ich sag dir, wir stoßen bald auf eine Höhle. Dann verschwinden wir. Natürlich. Du, Streuner! Wo hast du den Arm her? Und? Was willst du? Ich will dir helfen, Streuner. Weißt du, wie man entkommt? Entkommen? Nein. Aber ich kann dafür sorgen, dass Lugos dich heute vor Gericht stellt. Dann bist du frei oder einen Kopf kürzer. Kommst jedenfalls noch heute hier raus. Red weiter. Rede weiter. Eine der Wachen schuldet mir einen Gefallen. Sie kann dich zu Lugos bringen. Dann schuldest du mir einen Gefallen. Was sagst du? Ich glaube, seine Schuld sitzt so tief, dass er wahrscheinlich einen Kopf kürzer gemacht wird. Wenn du die Wache dazu kriegen kannst, warum sitzt du dann noch hier? Ach, du kennst Simon Bergfink nicht. Viele wollen meinen Tod. Hier bin ich vor ihrer Rache sicher. Und für meine ist die Zeit noch nicht reif. Klingt gut. Sag der Wache, sie soll dich zu Lugos bringen. Sag ihr, wenn sie das tut, vergisst Simon, was bei Fyristal passiert ist. Und was ist bei Fyristal passiert? Das geht dich nichts an. Geh einfach zu ihm und wiederhole, was ich gesagt habe. Okay. Ja, ja. Was machst du denn hier? Ei. Wir stoßen bald auf eine Höhle, dann verschwinden wir. Das möchte ich mal sehen. Mal gucken. Langeweile?
Schnapp dir eine Spitzhacke. Ich will lieber reden. Über Fyristal zum Beispiel. Sei still! Ich ärgere ihn jetzt, weil er mich vor uns auch so blöd angemacht hat. Gute Leute, hört, was unsere tapfere Wache bei Fyristal unternommen hat. Halt den Rand, verdammt! Woher zum Teufel weißt du davon? Von Simon Bergfink. Er hat versprochen, dass er es vergisst, wenn du mich zum Jarl bringst. Bergfink. Simon Schwarzmaul wohl eher. Gut, komm mit. Meine Linie geht auf Ubin den Großen zurück. Dieser Hund hat sie ausgelöscht. Er muss sterben. Ich urteile hier live. Denk daran. Aber er ist ein Rumtreiber. Ein Fremder. Der verdient kein Verfahren, nicht mal den Tod durchs Schwert. Er... Nein, nur weiter. Ich möchte es hören. Geralt, ich hätte nicht erwartet, dich so bald wiederzusehen. Du hast mich hierher eingeladen, Lugos. Hast gesagt, ich fände hier Arbeit. Ja, Monster töten, nicht Menschen. Zur Sache. Leif sagt, du hättest seine Söhne Kori und Kraki getötet. Was sagst du dazu? Nicht die Wahrheit. Soll noch, dass sie haben gekriegt, was sie verdient hatten. Oh, das würde ich nicht sagen. Ich habe mich nur verteidigt. Und Jorund. Niemand hat deine Worte bestätigt. Und niemand wird es tun. Es ist immer leichter, einem Fremden zu hängen, als einen der eigenen, nicht? Ha, die Zunge so scharf wie die Schwerter. Scharf? Er beleidigt mich, Jarl. Unseren ganzen Clan. Der Kodex der Ahnen sagt... Ruhe! Meine Entscheidung steht fest. Geralt von Riva. Ich befinde dich des zweifachen Mordes für schuldig. Das Urteil lautet Tod durch Ersticken. Aber du kannst dich freikaufen. Zahle das Gewicht von Kori und Kraki in Silber. Lass mich in Raten zahlen. Hexer leben lang. Ich schaff das schon. Spätestens Ende nächsten Jahrhunderts müsste ich fertig sein. Ich hab eine bessere Idee. Ich zahle den Blutpreis selbst. Was? Das ist gegen alle Gesetze. Ich mache hier die Gesetze. Geh nach Hause, Leif. Wenn du mich wütend machst, knote ich dir diesen Sack Silber um den Hals und werf dich ins Meer. Jo. Was sollte das Theater? Wenn du einen Hexer anheuern willst, sag das doch einfach. Wäre billiger gewesen. Erzähl mal, Hexer. Hast du irgendwelche Ehre? Hab ich. Ich hab live in deinem Namen bezahlt. Du stehst in meiner Schuld, einer Ehrenschuld. Du tust, was ich sage, also hör genau zu. Nett. Mein Sohn Blaujung Lugos, er ist verschwunden. Weder um gegen die Schwarzen zu ziehen, noch um ein Kloster zu plündern. Wollte zur Höhle der Träume im Süden der Insel. Von dort ist noch niemand zurückgekehrt. Du bist klug und gut mit dem Schwert. Das ist eine seltene Kombination. Also sollst du ihm helfen. Ich brauche einen Erben. Einerlei, was er drauf hat. Nimm deine Sachen und tu, was ich sage. Oder verliere deine Würde und deinen guten Namen für immer. Eieieiei, was für ein Ultimatum. Für dich. Die Höhle der Träume. Können wir doch gleich mal genauer gucken. Was haben wir denn hier? Ich bin direkt am Ausgang. Ich würde gerne nochmal zum Schmied gehen. Werde doch wohl hier noch ein bisschen einkaufen dürfen. Willst du? Du hast ja tolle Laune. Welche hättest du denn, wenn du deinen Sohn verloren hättest? Ich hab gefragt, was du willst. Quint.
Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genauer gesagt. Ui. Hat seinen Sohn verloren, aber spielt Quint. Vielleicht, um sich abzulenken. Dann helfe ich ihm dabei. Warum nicht? Fernkampf. Boah, kann man... Ich habe zwei, die ist aber nicht betroffen. Finde ich gut. Tausche ich dich aus? Yeah, nice. Und dich. Besser. Definitiv besser. Dann überbiete ich dich mal mit einem Punkt. Dann gebe ich dir noch mehr. Das bringt nichts. Nicht wirklich irgendetwas. Das könnte ich eigentlich noch gebrauchen. Das wäre unentschieden. Ich weiß nicht. Würde ich eigentlich ungern verbrauchen. Setze ich halt das jetzt ein. Nur meine Stufe 6 Karte hier verlieren könnte. Ja, so viel Schaden bringt die jetzt auch nicht. Spiel sie jetzt schon mal aus. Okay. Mal gucken. Bei ihm könnte ich jetzt zwei vernichten. Das wären 12 Schaden. Bei mir fast alles, was ich habe. Ich könnte meinen wiederholen durch das Ausspielen von ihr. Map, 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 map. Ja, die sind eh nicht von den Effekten betroffen und hier unten kann ich eh meine besondere Karte nehmen. Ach, mein Gegner hat gepasst. Jetzt kann ich mir überlegen, ob es sich lohnt, dagegen vorzugehen. Lohnt es sich? Ich denke, ich brauche nicht so viel. Ich probiere es. So, das sind jetzt noch ein paar Punkte, die ich brauche. Ich werde mal auf dich verzichten. Punkte brauche ich noch. Da werde ich dich spielen. Passen. Runden beginnen. Ah, okay, Sonnenschein. Kann nicht schaden. Ich bin am Zug, dann spielen wir ihn. Und sogar mit Effekt. Die Verstärkung der Front. So, Geralt spielt Geralt. Geralt. Ein Geralt in der Hand. Ein Geralt auf dem Stuhl. Haha. Wirkt nicht. Anti-Effekt-Karten. So, was sollst du jetzt tun? Oh, was zum Wiederbeleben. Ah, okay. Ich passe mal. Ja, okay. Stört mich nicht.
Steht immer noch besser für mich, denke ich mal. Er hat nur zwei Karten. Sieben. Wow. Sehr viel. Wenn du mich fragen durst. Aber das ist schon mal unentschieden. Ich bin nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich ihn nehme, könnte ich Schund ziehen und er gewinnt. Weil er nochmal viel mehr kriegt. Wenn ich jetzt eine Balliste rausnehme, vor allem die hier, könnte es sein, dass er sie vielleicht zerstört. Ich gehe das Risiko ein, ich belebe ihn wieder. Ja! Das hat sich gelohnt. Ach, er passt schon. Gut. Glück gehabt. Boom. Schick. 10 Kronen hinzuverdient. Hallo. Möchtest du mal unsere Waren sehen? Hier ist alles zu verkaufen. Waffen sollten nicht rumliegen und verstauben. Jedenfalls nicht, wenn jemand vorbeikommt, der sie verwenden könnte. Sirikanische Sefare, Kriegsbeile aus Mahakam, Irolidanische Kurzschwerter. Wo habt ihr denn die ganzen Festlandsgüter her? Die hat das Meer hergegeben. Und wenn es sie nicht hergibt, hackt ihr die Hände ab, die die Schwerter umklammern? Du glaubst doch nicht, dass man solche Sachen einfach bei Ebbe am Strand findet. Muscheln. Interessant. Hey, er will auch Quint spielen. Und was bringt ihr noch so von den Raubzügen mit? Größtenteils das Übliche. Beine, Seide, Wertsachen aller Art. Oh, und Frauen. Wenn wir für die keine ordentliche Verwendung haben, wer dann? Hast du von der donnernden Dörte gehört? Auch Dübelstück genannt, der Frau von Lugus dem Irren? Oder von Goldlöckchen Sansa, der zu ihrer Zeit schönsten Frau der Welt, beide auf Raubzügen mitgenommen. Okay, die armen Frauen. Die armen Frauen. Okay. Ich gerade die Frau so genannt. Ich habe auf eine Partie Quint. Ja. Dem nächsten, den ich in den Po trete. Yay. Okay. Ich bin am Zug. Ja, nice. Okay, er tauscht das schon mal aus. Aber nochmal finde, wirst du nicht haben, oder? Ich bin am Zug. Ich werde mich jetzt schon zweimal extra gezogen. Interessant. Ach, mein Gegner passt. Danke für den Sieg, Trottel. Da werde ich wohl mit der nächsten Runde daran arbeiten, zu gewinnen. Ja, warum ist er wieder da liegen geblieben? Verstehe ich nicht so ganz. Egal, soll nicht mein Problem sein. Ich arbeite jetzt daran, diese Runde zu gewinnen. Als ob ich das in irgendeiner Weise bekümmern würde. Dein Gegner ist am Zug. Aus dem Unentschieden würde ich deine Führung. Was hast du noch zu bieten, Anfänger? Kann ich gegenhalten?
ganze Armada an Nahkampfkämpferkarten. Du hast noch 5 Karten, genau wie ich. 10. Ich weiß nicht, ob diese Karte direkt ihn anpeilt und damit verpufft, oder ob sie das überspringt und auf die hier geht. Aber es wäre ja schon richtig nice, wenn ich die ganze Reihe wegspringe. 8, 8, 8, 8, 8. Wäre mir die 2 egal, aber das wäre seine gesamte Kampfstärke. Ich probier's aus. Ja, sie ignoriert diese Karten. Oh, 6 auf 12, na super. 6 auf 12. Interessant. Du hast nur noch eine Karte. Ich denke mal, du wirst jetzt passen. Nee, doch nicht. Oh, du 10. Das Baumwesen. Jetzt werden wir doch mal sehen, wer hier noch wie viel Stärke hat, nachdem ich diese Karte gespielt habe. 133 zerplatzt zu 45. Ich habe jetzt schon gewonnen. Ah, geil. Nein, die hier. Ich wäre nicht ganz an 133 rangekommen, aber 121 ist wesentlich größer als 45. Danke fürs Spiel. Und Greif. Ich habe schon wieder mal vergessen, dass ich eigentlich pro Match, was ich so gewinne, boah, 3-4 Gespräche nebeneinander. Oh. So, ich habe so ein bisschen vergessen, dass man halt Karten gewinnt, wenn man. Ob der so stark ist, wie er aussieht. Ein Hexer, wie? Ja, ein Hexer. Krieger. Sieht nicht aus wie ein Krieger. Sieht aus wie eine tote Wasserleiche. Wobei es gibt keine lebendigen Wasserleichen. Also es sieht aus wie eine Wasserleiche. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber ich denke schon. Ich denke schon. Oh, hallo. Ich wusste, dass er sein Landschiff nie fertig kriegt, wenn er sich ständig volllaufen lässt. Tja. Das Schiff wohl nicht fertig. Wow, großer Hund. Warum gehst du mich jetzt an, als wäre ich ein Feind? Noch ein Wachhund. Also kommt der echt nicht ungeschoren nach oben, ne? Hallo. Ihr seht aber auch so putzig aus. Oh. Brauche ich jetzt eine Lebensanzeige? Achso, wegen der Ausdauer, die ich verbraucht habe. Logisch. Ja, aber seht ihr mal auch, was es einen das bringt, wenn man anderen probiert zu helfen, ne? Man landet in irgendeiner komischen Mine und muss dann sich alles gefallen lassen. Gute Leute, es ist an der Zeit, diesen Piraten Einhalt zu gebieten. Mögen sich alle Männer, die Waffen tragen können, am Ufer versammeln. Sie erwarten uns nicht.
Wir werden sie überraschen. Nee. Ich glaube, das sind die, die ich vorhin ausgemerzt habe. Dahin. Die Richtung. Da ist kein Teleportationspunkt. Das heißt, ich muss irgendwie in die Richtung. Aber irgendwie erstmal hier runter. Ich glaube nicht, dass da oben eine Möglichkeit war, in die Richtung zu gehen. Muss ich mal kurz gucken. Ja, ich glaube, hier unten lang hier rum ist besser. Weil hier, sehe ich auf der Karte, ist ja alles Berge. Hier eine riesige Bergklippe. Hier so lang. Komme ich wahrscheinlich nicht durch, aber hier unten rum sollte es möglich sein. Super easy. Easy going. Null Probleme. Hoffe ich. Hier sollen viele Händler sein, ne? Schneller, also jetzt bin ich ja hier gelandet. Hm? No, guck mal hier nach. Sollten ja auch noch irgendwie so Schiffwracks sein. Oder soll ich vielleicht der Küste entlang schon? Bist du an einem Langschiff interessiert? Ja. Kennst du mich nicht? Ich höre Wunderer. Okay, die haben irgendwie alleine eine Krone. Lasst uns hier ganz schnell verschwinden. Hier geht es irgendwie komisch dran rum. Sieht aus wie ein geplanter Eingang zu einer Höhle und da war das keiner. Eine Truhe. Assassinenhose. Manuskript überlebender Absurd. Was man nicht alles finden kann. Mal gucken. 7 weniger Rüstung. Nö. Naja, ich weiß nicht. Die hat 15 Aufschlitzresistenz, 553 Dingens. 446. Naja, ich glaube, wegen der Resistenz und wegen den Dingen, die ich reintun kann, ist die Hose besser. Ist aber Level 15. Die hier ist Level 20. Haltbarkeit von 87. Das sollte ich wohl vielleicht mal reparieren. Genau. Das ist jetzt das Große. Oh, 40%, 15%. Das hätte gereicht, verdammt. Ich habe gleich das Gute genommen. Meister, okay, wenigstens habe ich nicht das Meisterding aus Versehen verwendet. Zum Glück. Ja, okay. Das hier könnte besser sein, wenn ich es repariere. Meistergegenstand. Ach ja, das hätte ich ja auch gekauft, oder? Nee, halt, ich habe andere. 16 und das ist 14. Muss ich aber nur mal reparieren hier. Genau. Immer noch 83. 48, 98, sieht doch schon ganz gut aus. Rüstungstechnisch jetzt besser, jo. Die Hose wird auch nicht viel bringen. Könnte ich auch verkaufen. Rüstung 221. Ja, ich weiß nicht, die hat viel mehr. Kritische Trefferchance. Aufschlitzresistenz. Wegen 4 Rüstung. Ja, bleibe ich doch lieber bei der. Ich glaube aber, dass ich mir das extra gekauft habe, die hier. Beim letzten Mal, um das da reinzupacken. Und jetzt das. 90 und 78. Hat auch schon ein bisschen gelitten. Ich eigentlich besser gleich mal dahin gehen sollen, um das wieder zu reparieren. Aber naja, wohl ein bisschen verpeilt, ich ein wenig bin. Gucken wir nach. Ich hatte da noch vor,
Was wollte ich denn noch machen? Nope. Bisschen verpellt. Ah ja, klar. Ah. Inventar war schon richtig. Hier, nee. Hier, genau. Ich wollte hier noch was in die Hose reinpacken. Irdenzeichen. Igni. Nee, schon das 2% Igni. Hier. Und nochmal. Ich mag Igni sehr. So. 6% mehr Igni Schaden. Und nochmal richtig speichern. Um auf ganz sicher zu gehen. Ich habe da jetzt schon relativ Fortschritte gemacht. Oh, what the fuck? Das sieht mir aus wie ein Insektoid. Humanoid-Bestie. Das läuft gegen Bestien. Mikrophagen-Geister. Verfluchte. Hybriden. Könnte ein Konstrukt sein sogar, habe ich das nicht gesehen. Aber ich glaube, es ist ein Insektoid. Mal sehen, was er zieht. Aber ich glaube, das ist ein Insekt. Oh, 26. What the fuck? Au. Und ich bin vergiftet. Alter Falter, ich muss aufpassen. Oh, ich dachte es mir gerade. Ach, dieses Gift zieht mir so viel ab, ey. Ich werde es versuchen, dich zur Strecke zu bringen. Mir einfach mal trotzdem was abzieht auch. Okay, er ist scheinbar vergiftet. Au. Wie es einfach nichts bringt. Boom. Kaputt. 26. Boah. Autsch. Okay. Das hat mir ordentlich in die Fresse geschlagen. Ich probiere es aber nochmal. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es ein Insektoid ist. Gehen wir mal davon aus. Und ich aber. Genau. Das muss ich mit Bolzen mal reinladen. Wo war das jetzt nochmal? Bin ich blind? Also gegen Feuer schien das ja dachhaft gedacht zu haben. Repariert bringt es nochmal 17 mehr. Schlechter. Schlechter, schlechter. Hm. Das ist gut, aber erstmal 23 werden, ne? So, Öle, Hybriden, Konstrukte. Ne, scheint schon ein Insekt zu sein. Es scheint ein Insekt zu sein, zumindest macht das mir den Anschein. Gespeichert. Schnee. Gucken, wie ich mich dagegen schützen kann. Oh. Ah, rückwärts wegrollen, ne? Ne, selbst rückwärts nicht. Ne, selbst rückwärts kann ich da nicht weg.
Aber vielleicht mit wegrennen, einfach die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Also einfach laufen und nicht rollen. Vielleicht komme ich damit weit genug weg. Gucken wir mal nach. Ich probiere es einfach nochmal. So leicht gebe ich nicht auf, aber ich habe schon so in etwa meine Sendezeit erreicht. Jetzt hängt das wieder oben. Oh, 1000! Nochmal an jemanden hier, die gemeint haben, dass die Armbrust nicht so viel Schaden macht. Wie nur eins. Jetzt habe ich aus mir gefeuert. Autsch. Nee, da komme ich so nicht weg. Ich vergifte gerade. Eieieiei. Ich brauche keine Ausdauer mehr. Ich sterbe. Ah, fuck. Nein! Aber da habe ich 1000 Schaden gemacht am Anfang. Vielleicht weil es quasi Stealth-Schaden war, so Schleich. Aus dem Hinterhalt heraus. Aber beim ersten Mal habe ich mich besser gehalten. Das Problem ist, Nahkampf könnte ich immer ausweichen. Ich darf nur nicht in den Fernkampf geraten. Ich muss mal behutsamer, besonderer wieder kämpfen. Okay, lange hat es nicht gehalten. Was passiert, wenn ich hier wieder drauf haue? Okay. Wenn heilt mich sofort vor Gift oder was? Nee, wo ist der Sprung? Schönen guten Abend. Deathstroke 64. Wie geht es dir? Dieses komische Insekt macht mich momentan ziemlich platt. Bin noch am Überlegen. Ich glaube, 1 zu 11 müssten mir noch helfen. Aber eigentlich bin ich auch am Überlegen, ob ich nochmal meditieren tue, damit ich die Bomben aufladen kann. Aber naja. Gucken wir doch nochmal nach. Wieder nur ein Schaden. Feuerschaden. Ey, er hat da Feuerschaden. Das ist wirklich gegen Feuer nicht so immun. Ich zerhacke dich, du Kackvieh. Explosivpfeile an und. Nee, ich hasse das. Ah, komm. Quinn. Oh. Das war knapp.
Okay, diesmal hat das Feuer nichts gebracht. Ausweichen, immer schon ausweichen. Puh, das war unglücklich getroffen. Was mit der Feuer, wie schön. Das läuft diesmal gut. Ist ein bisschen. Ich kann auch gerade den Chat nicht lesen. Wenn ich lese, bin ich tot. Ich muss Kompromisse machen. Au! Nein, 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 nein. Ah, es ist vergiftet. Mist. Zweimal vergiftet ist auch nicht so gut. Ja, Feuerschaden. Armbrust lohnt sich mit 1000 Feuerschaden. Wobei sie ja nicht immer das macht. Na! Kannst ja nicht mal sterben. Ja, du scheinst schon erschöpft zu sein. Und das Silberschwert in deinem Mund, du. Ja! Ja! Endlich! Ah, jetzt habe ich den Chat nicht gelesen, ist er weg. Muss ich extra mal kurz pausieren und gucken, was du denn geschrieben hast. Da muss ich ja kurz raustappen. So, ich hoffe mal, das sieht man jetzt so nicht. Hier. Meno. Na, so kann ich das lesen. Also. Ich habe Finsterzeit gar nicht mitgekriegt. Ah, da war ich wahrscheinlich vor uns mitten im Kampf. Jo, mir geht's soweit ganz gut und danke der Nachfrage. Freut mich, dass es dir auch sehr gut geht. Wo ist jetzt hier der Loot? Dort gerade ist hier irgendwo der Loot von dem Hasen, aber ich sehe ihn natürlich wieder mal nicht. Das hier hat mich ganz schön auf Trab gehalten. Was meinst du mit später umlegen? Ja, rote Schädel heißen nur, dass die einiges höher sind. Und wenn ich gar keine Chance, also ich habe meine Chancen schon früher in anderen Gelegenheiten ausgelotet. Und ich habe eigentlich festgestellt, selbst die mit den roten Schädeln kann ich durchaus töten, wie du gerade gesehen hast. Was ich aber nicht töten kann, sind die mit roten Schädeln und Fragezeichen dahinter. Die machen mich One-Hit. Also Gegner, die mich One-Hit machen, kriege ich eigentlich nicht tot. Also solange mich Gegner nicht One-Hitten, kriege ich sie tot. Nein, noch einer von denen. Ah, oh gut, aber nur 20. Au, was war das? Wow, der macht mich eher fertig als der mit den Totenschädel. Oh, der Feuerschaden burnt auch ordentlich rein. Oh, zwei. Jetzt bin ich hier Nahrung. Auf der Nahrungskette. Auf der. Nahrungskette, auf dem Speiseplan getreten oder was? Ja, du brennst jetzt erstmal, das ist nicht gut. Nein, ihr solltet brennen. Oh, Lust weg. Nein. So.
Diesmal habe ich es gemerkt. Und das muss. Jetzt ist er tot, oder ich? Oder ein fastes. Nein, nein, Gift, 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 Gift. Ich hätte sterben. Oh, gut, Gift hat aufgehört. Was ist das? Ha, soll mir noch jemand sagen, dass Armbrustschießen in dem Spiel nutzlos wäre. Ja, schön. Schneehasen. Ich hab da hier wieder Loot. Liegen doch auch die Schneehasen, aber ich hab hier deren Loot nicht. Ich sehe, wo das hier auf dem Boden liegt. Die leuchten auch. Ihr seht's da. Loot wird mir angezeigt in Form von Leuchten, aber ich kann die nicht looten. Merkwürdiger Bug, hä? Höhere Level, besseres Equipment. Naja. Ich sag mal so. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie du die Aussage meinst. Aber ich persönlich habe eigentlich nur Equipment auf meinem Niveau. Selbst sogar Level 17. Und 16 Equipment, wenn man hier so guckt. Das ist 15. Das ist 16. 16. 20, okay. Habe ich was auf 20, schön. Meine Waffe ist 17, gegen die ich das mit dem Vieh gekämpft habe, und das ist 19. Aber gegen Insekten wie das, gegen Monster nimmt man das Silberschwert. Also, besseres Equipment habe ich jetzt nicht wirklich. So. Und höheres Level war ja das Vieh, sonst hätte ich ja keinen roten Totenschädel gehabt dran. Das war ja 26. Ich bin ja, wenn wir gucken, nur Level 20. Also, das Vieh hatte besseres Equipment und höheres Level als ich. Wenn wir das mal so festhalten. So, aber vorsichtshalber nochmal speichern. Wie weit ist das eigentlich weg, wo ich hin muss? Muss ich jetzt zu so einer Höhle oder so? Ah, bald da. Schön. Gerade als ich mir überlegen war, ob ich Plätze nehme, hat sich das schon wieder erledigt. Schön. Ja, aber stürzt mich auch öfters mal gerne in solche Kämpfe, die schwerer sind, als wie das angegeben ist. Wo das Spiel sagt, hier, Vorsicht, der ist 6 Level über dir, roter Totenschädel, solltest in Acht gehen. In Deckung und aufpassen. Und sowas mache ich gerne mal, weil mich das ein bisschen fordert. Daran kann ich üben und besser werden. Oh, war das? Achso, die Blume. Was ist da? Ein Rudel von Wölfen oder was? Oh, wow, 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 ja. Weiße Wölfe. Wow. Ich spring gerade noch rein. Genau, warum nicht? Au. Au. Dass die was Größeres rufen. Ich hoffe nicht, dass jetzt sowas Großes auftaucht. Oh, Weißwolffell. Das Witzige daran ist ja auch, dass ich das Spiel hier auf Wunsch eines Freundes, der ja gebeten hat, ja, wenn du das Spiel schon spielen tust, dann bitte auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich spiele es. Ja, ich spiele es auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, ja. Um das mal irgendwo mal erwähnt zu haben, mal wieder. Ich weiß nicht. Ich tue das irgendwie in jeder zweiten Folge mal erwähnen. Da ja auch gelegentlich mal Leute vorbeikommen, die das wissen wollen. Oder denen ich einfach die Sachlage erklären möchte.
Ist ja nicht so, dass ich hier Totenschädel-Gegner platt kriege, weil ich das Spiel auf Minimum gestellt habe, ne? Also drei Banditen nirgendwo. Was hat man davon? Was verspricht man sich davon? Blut. Oh, ein Fass, was man hätte zum Explodieren bringen können. Rolle ins Feuer, genau. Ja, und? Es fängt kein Feuer. Es könnte auch sein, dass es knapp daran vorbeigerollt ist. So, wir sind fast da. Ich speichere nochmal. Keine Klippe, oder? Okay, doch ein bisschen. Ist es schon, dann nehme ich doch lieber die weg. Ich möchte nämlich nicht mehr durch harten Aufschlag auf dem Boden sterben. Ist nicht meine Ambition. Wasser. Da sind Leute. Na, mal gucken. Siehst du die Augen? Er ist ein Ulfedin oder ein Berserker. Nein, ein Hexer. Ah, ich hätte nicht hingehen sollen, wollte noch weiterreden. Was willst du? Ich will mit Blaujung Lugos reden. Hat man Töne? Mit Lugos reden. Sonst noch was, Streuner? Mit Freya bumsen? Ist mir recht, wenn ihr es hinkriegt. Ich krieg ein Messer zwischen deine Rippen und dich auf den Grund der Bucht. Jetzt zieh ab. Zwing mich nicht dazu, dir weh zu tun. Ich hab schon genug Ärger. Du willst mir Angst machen? Mir? Jorulf, Sohn von Ottmar, auch als Vielfraß bekannt? Hey, was soll denn das Gebrüll? Da will ein Fremder aufs Langschiff. Hat hier angeblich Geschäfte. Aber... Lass ihn nur. Wenn er lästig wird, werfen wir ihn über Bord. Bis später, Jorulf. Sohn vom Vielfraß. Oder wie das war. Mach dich niemals über meinen Vater lustig. Er ist pissig. Kümmer dich um deinen Kram. Und du und deinen, bitte. Okay, meine Schwiegermutter vorneweg. Toll. Weißt du, wann ich das letzte Mal Landratten auf dem Schiff hatte? Nein. Als ich Gefangene von Velen zum Sklavenmarkt in Nazair brachte. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Hast du nicht Arbeit für einen Hexer? Willst du vielleicht nach Spikaruk schwimmen? Hey Jungs! Nehmt seine Sachen und werft ihn über Bord. Warte, ich hörte, du willst in die Höhle der Träume. Kannst du da nicht noch ein Schwert gebrauchen? Oder zwei? Gib uns ein Dutzend Greifer und haufenweise Wyvern. Ich und meine Jungs werden sie... Du und deine Jungs wisst gar nichts über Monster. Greife und Wyvern teilen nie ein Revier. Tja, vielleicht bist du ein bisschen Silber wert. Gut, ich nehme dich mit. Ich wollte gerade aufbrechen. Bereit? Was erwartet uns in der Höhle der Träume? Das hängt ganz von uns ab, denn... Ach, ich erkläre es später. Okay, er wird es also erst später erklären. Wir können los. Ist es weit? Nur einen Steinwurf. Sammeln wir die Jungs und gehen rein. Bald wissen wir, ob an den Legenden was dran ist. Geralt, das sind die besten Krieger in meiner Mannschaft. Die kommen mit uns. Jorulf kennst du. Man nennt ihn Vielfraß. Tag. Und das hier ist Uwe Quaselström. Okay. Kommt mir so still vor, ja. Ja. Warum ist Uwe so still? Weil er keine Zunge hat. Was ist passiert? Hat er an einem gefrorenen Schwert geleckt? Nein, er hat sie sich rausgerissen, weil er König Bran beleidigt hat, als er betrunken war.
Jetzt kann er nicht mehr reden, aber er hat seine Ehre noch. Interessante Bräuche habt ihr hier. Wow. Erzählt ihr mir von der Höhle, bevor wir aufbrechen? Ich wüsste gern, wogegen wir vielleicht kämpfen müssen. Das kannst du nur selbst wissen. Die Alten sagen, dass man in der Höhle der Träume seinen größten Ängsten begegnet, die einen nachts schreiend hochfahren lassen. Es kann etwas sein, was schon passiert ist, noch passieren wird oder auch nur passieren könnte. Ich frage mich, was ein Monsterschlechter fürchtet. Doch genug geredet, Jungs. Zieht die Schwerter, los! Okay, es wird nur interessant. Wir laufen in die Höhle. Ja? Ein Schneehase. Da oben ist doch was. Oh, ein Grab. Wenn ich vor etwas keine Angst habe, sind nur der Ich glaube, wir werden hier in der ersten Runde keine Probleme haben, in der zweiten Runde einen verlieren, in der dritten Runde einen verlieren und dann am Ende uns überlegen, ob wir nicht wieder umkehren. Ne? Das Totem, genau wo es sein soll. Jetzt essen wir die Kräuter. Warum sollten wir das tun? Um weiterzukommen, dahin, wo die Albträume sind. So will es die Legende und so machen wir es. Okay. Ich glaube, man sollte nicht fragen, welche Kräuter das sind. Hä? Man macht die Legende einfach oder nicht. Was sind denn das für Kräuter? Was hat der Druide gesagt? Schierling, Mohn, Nachtschatten und Bilge. Bilsenkraut. Holla, das wird vielleicht ein Erlebnis. Gut, her damit. Nimm sie. Uwe, Jorulf, runter damit. Komplett. Jetzt sind wir benommen, hä? Ich fühle mich gar nicht anders. Nur Uwe? Er spielt Gitarre. Du fragst einen Stummen nach seiner Meinung. Das kommt schon, Kumpel. Also los, gehen wir. Zeit, unseren Ängsten zu begegnen. Ui, das sind Symbole. Und das schwankt so komisch. Ui. Siehst du den Klingenrücken da oben? Der ist zu groß für einen Klingenrücken. Das ist ein blauer. Ein blauer? Bei der kurzen Schnauze? Die Kräuter haben dir wohl die Sinne vernebelt. Nee, es schwankt immer noch. Wir werden dem aber auf den Grund gehen. Vielleicht sehen wir dann einen Endboss, aber die Höhle ist doch nicht ohne Grund so groß. Muss auch ein großes Monster reinpassen, ne? Sinne von etwas, was man gesehen hatte. Oder was kommen wird. Vielleicht sehen wir Ciri's Tod. Oder wir sehen einen alten Endboss aus dem ersten oder zweiten Teil. Oder wie Yennefer getötet wird. Ui, wird interessant. Erschöpft bist. Setz dich zu mir, Sohn. Trink etwas mit. Erzähl von deinen Abenteuern. Danke, mein König. Ich trinke nicht mit dir, alter Mann. Und ich nenne dich auch nicht König. Runter vom Thron. Solange es deine morschen Knochen noch hergeben. Uwe, du kannst sprechen? Ich habe nicht, aber... Und wieder beleidigst du mich, Uwe Quasselstrip. Beim ersten Mal überließ ich es dir, dich zu strafen und deine Ehre zu retten. Aber jetzt wirst du sterben wie ein Trall.
Die Aale werden deine Überreste fressen. Oha. Die Frage ist, kämpfen wir gegen Geister oder gegen Humanoiden? Au. Deiner mit Schild. Schilde sind mies. Er ist weg. Mal gucken, ob wir nicht. Warte, Igni, Axi. Axi ist zum Beugen, glaube ich, da. Ja. Durch dieses Schild komme ich nicht. Erstmal kurz hauen. Okay. Nochmal. Jetzt ist du weg. Dich kriegen wir zu viert weg, oder? So, dann müssen wir wahrscheinlich noch gegen den König kämpfen, ne? Na, komm. Zu König. Oh, ah, geht schon weiter. Wie hier zwei Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich, weil ich so hoch bin. Aber ich glaube, da gerade sehe ich wieder nichts. Ja, wie die Karten hier drin sind echt nutzlos. Hey, sieh mal, fliegende Fische. Was ist daran seltsam? Die begegnen uns auf See doch dauernd. Ja schon, aber die haben ja Flügel. Diese hier, die schwimmen durch die Luft. Und einige ploppen mysteriöserweise einfach so auf, je weiter ich laufe. Oh, da vorne scheint was zu sein. Das sieht nicht nach einer Einbildung aus. Warte mal, kann man sich entscheiden, ob links oder rechts? Ich kenne dieses Langschiff. Nee, man muss dahin. Sirenen oder was? Gucken wir doch mal. Ja, scheint eine Sirene zu sein. Ich bringe euch um. Euch alle, ihr verdammten Seehuren. Versuch es doch. Aber ihn bekommst du nicht zurück. Du hast ihn erschlagen. Du bist ein Vatermörder. Okay, die Ängste des Zweiten. Tanzen wir. So, schon weg. Friss explosive Pfeile. Das war zu einfach. Das war zu einfach. Das war ein Unfall. Der Einzige hat dich von der Schuld freigesprochen. Das hilft meinem Gewissen nicht. Gehen wir. Okay. Wieder zwei Erfahrungspunkte. So ein Dröhnen im Ohr. Ganz kurz. Wupp. So. Na, wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? 34 explosive Pfeile. Ja, ich habe ja damals direkt zu Beginn Wette gut hergestellt, ohne zu wissen, dass
Ohne zu wissen, dass 7000... Tötet man ein Monster, kommt das nächste gekrochen. Das ist also der Albtraum eines Hexers? Nein, das ist sein Tipp als Brot. Aber wessen Angst ist das dann? Irgendwie muss das ja sein. Au. 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 Es tut mir weh. Au. Nicht, dass am Ende ein Monster dient, das vom Druiden gefüttert wird, indem er jedes Mal hier Viecher herschickt. Oh, das kann man sogar looten. Ja, das schien hier normal zu Hause gewesen zu sein. Da ist nichts in der Ecke, oder? Ja. Die ganze Höhle schwankt so. Oh, ein Baum. Das sieht aus wie bei der einen Hexe, bei der wir waren, hä? Still. Verdächtig. Das muss mein Traum sein. Ich fürchte gar nichts. Drei Jahre alt. Seitdem habe ich hunderte Male gezeigt, dass... Du hast dich nass gemacht vor dem ganzen Dorf. Der Sohn des Jarls. Ach, diese Schande. Ich hätte dich verbannen sollen. Du bist eine Vision, ein Geist. Eine Vision deines Vaters, den du fürchtest, weil du weißt, dass du ihm nicht gerecht wirst, dass du ihn enttäuscht. Ich bin ein besserer Krieger, als er je war. Beweise es, du kleiner Pisser. Okay, jetzt muss ich den Vater aufs Maul hauen. Okay, aber er verteilt Feuer, das ist schon mal sehr gut. Ich glaube... Moment, das sind andere Pfeile ganz gut. Silberschaden. Da oben nicht ran, das ist ja mies. Irgend. Na komm her. Ich schneide dir noch eine Scheibe ab von dir. Achso, gibt schon auf. Wenn jetzt selten der Luger scheint. Bessere Krieger. Wer? Lugos, lass ihn. Er ist nur eine Vision, das stimmt. Aber es gehört sich nicht. Okay. Das haben wir jetzt. Okay, das habe ich mich vertan. Haben wir jetzt alle drei Furchtsorten durch. Jetzt müsste das vom Hexer kommen. Von Geralt. Feuer. Sieht schön aus. Die Katzentrank. Oh ja, das ist seine Vision, die er hatte. Er fürchtet die wilde Jagd. Der König.
Feuerkraft, also irgendwie sowas fürchten. Eredin. Vermöbeln wir ihn. Was passiert da? Sie gehört mir trotzdem. Über meine Leiche. Nichts ist leichter. Langer Ladebildschirm und wow, was ist da passiert? Steh auf, Geralt. Hab ich lange geschlafen? Ja, eine Weile. Dein Gold. Nimm es und geh mir aus den Augen. Was ist denn los? Mein Vater hat einen Boten geschickt. Du warst bei deiner Ehre verpflichtet, mir zu helfen. Und doch hast du dich bezahlen lassen. Nimm das Gold, geh und lass dich nie wieder in unseren Landen sehen. Okay, so habe ich das nicht gedacht. Ich hätte... Wenn ich gewusst hätte, dass das am Ende auch dabei rauskommt... Dass ich mich nicht mehr in deren Lande blicken lassen soll. Ich wusste auch nicht, dass es so ausläuft oder darauf hinausläuft bei meinen Entscheidungen. Ich dachte, bei der einen nimmt er mich mit, überhaupt mit und bei der anderen überhaupt gar nicht. Wenn nicht, sag ich mal, hier Dingens. Huch, da ist noch was. Trockener Fisch. Wenn ich gesagt hätte, dass dein Vater mich geschickt hätte, hätte er die Angst gehabt, dass er sagt, nee, mein Vater schickt dich, dann verpiss dich. Oh, Schätze. Diamantstaub. Nett. Ja, in Wahrheit war die Höhle nur so klein, hä? Ah, die Höhle war anscheinend nur so klein, wir sind da übelst törfelt durchgelaufen. Aber vielleicht können wir uns ja wieder mit ihm gerade stellen. Wenn ich gewusst hätte, dass er mich mitnimmt, auch wenn ich sein gesagt hätte, dass sein Vater mich schickt. 27 Pilze, boah. Da waren ganz schön viele dran. Da hätte ich eher das mit dem Vater genommen. Die Bezahlung war mir nicht so wichtig. Ich wusste, dass es hier jetzt nur um die Bezahlung geht. Das machen, um extra bezahlt zu werden oder machen, um nicht bezahlt zu werden. Naja. Oh, jetzt sind wir hier. Das Schiff ist weg. Wow. Da sind wir gekommen, ne? Und da lag das Schiff an. Jetzt ist es weg. Nein, ich will die Karte. Ich muss sofort klicken. Ja, da war das Schiff. Hafen von Holmstein, da oben. Kermure. Dann gehen wir auch gleich wieder zurück. Das könnten wir auch noch erkunden. Aber. Wieken. Okay, ich weiß nicht. Ihr könnt mir sagen, ob beim nächsten Mal eher mehr in die Richtung gehen soll, das erkunden und dann bis dahin durchkämpfen, keine Ahnung. Oder ob ich hierhin zurückgehe, mal zu gucken, was der Typ da mit mir sagt. Oder die Hauptquest. Könnt es mir in die Kommentare schreiben und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Geralt von Riva zu Witcher 3 Wild Hunt. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Sushi. Ciao, ciao und danke, dass ihr dabei wart.